So, und willkommen zurück. Ich habe nochmal nachgeguckt. Folgendermaßen ist... Ich habe einfach was verwechselt. Und zwar habe ich... habe ich nicht den einsamen Berg bei den Schneeklippen gefunden, sondern die Dingsbums. Das nördliche Gebirge. So, hier soll es noch einen Berg geben. Finde ich ein bisschen komisch. Aber ist okay. Nein! Da hat es... Hat das Steuerkreuz nicht reagiert. Schade. Naja, auf jeden Fall bin ich ja nochmal am Nachgucken. Und Schnee... Schneeklippen, einsamer Berg. Okay. Bevor ich jetzt hier großartig mich mit irgendwelchen Viechern boxe, mache ich das hier. Hier soll es irgendwo noch ein einsamer Berg, einen Berg geben. Schneeklippen. Kann das hier sein? Einsamer Berg, einsamer Berg. Das wird jetzt ein bisschen... Okay, das könnte der sein. Gut, dann werde ich hier nochmal speichern. Ich habe auch nochmal geguckt, wo der Erdschrein ist. Das habe ich gewusst. So, kleine Eisdrache. Das sieht doch ganz goldig aus. Aber wie gesagt, das Aussehen kann täuschen. Deswegen bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Weil ich glaube, die sind auch nicht ohne. Ja, das ist okay. Ist nicht ganz so stark wie die einsamen Klippen. Aber das passt schon. Ist auf jeden Fall auf einem anderen Kontinent. So, wo haben wir es denn hier? Schneeklippen, einsamer Berg, Vampirschwert. Das ist zwar schön, aber... Ist hier allein nochmal Blutsaugen? Ich gucke gleich nochmal nach dem Blutgehalt von den Jungs und Mädels. Dann sehen wir mal, ne? So, rote Truhenfarm die erste. Und das nehmen wir dann einfach rote Truhenfarm die zweite. Damit wir es einfach fertig haben. Ja, die könnten alle nochmal was vertragen. Na gut, dann ist das so. Gut. Hier kann ich mich wenigstens einigermaßen umgucken, ohne jetzt großartig Angst haben zu müssen, dass die Viecher mir zu stark sind. Von daher passt mir das eigentlich ganz gut. Es ist halt nur schade, dass die Viecher so wenig Blut haben. Yo, weich doch noch mehr aus. Alle Lümmel. So, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht. Damals hat man es genommen, weil man halt nichts Besseres bekommen hat, aber diese Random Counter, die können echt nerven. Vor allem dieses aller Pokémon, da kommst du dir echt vor wie in so einer Kack-Pokémon-Höhle. Voller Zubat, Zubat, Zubat. Ja, ja, wer kennt sie nicht? Zubats, die Ratten der Höhlen. Ja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, hier auf Blutsaugen auszugehen, weil 15 ist dann auch eher so meh. Aber na gut, besser als gar nichts, auf jeden Fall. Und wer Blut blutet. Das hat jetzt nichts gebracht, dieses kräftige Zubeißen. Das ist... Oh, ich hasse das. Bluten ist ein Start, ist der Statuswert, den ich hier am meisten hasse. Neben ganze Gruppe ist gelebt, kann nur zusehen, wie sie stirbt. Gut, man könnte sich natürlich mit einem Blutschutzring vielleicht ein bisschen schützen, aber ist jetzt nicht so wichtig, dass ich sagen würde, okay, passt.
So, ja, trotzdem kann die Elaine mal... Ich wette mit dir, durch das Bluten habe ich mehr Schaden verloren als durch den Schaden selbst. Vampirring, das ist in Ordnung. Jetzt gucke ich hier nochmal nach rechts, aber ich glaube, hier war ich schon. Genau, von da kam ich. Okay. Gut, jetzt gehe ich nach oben. Nach rechts zu der Truhe. Ich probiere es mal mit einer Lichtexplosion. Ich glaube aber nicht, dass das was hilft. Eisregen sowieso nicht, aber die Elaine macht dann... Na doch, die kriegen Damage. Das ist okay. Das ist okay. Ich muss nur aufpassen, dass die ihren Bluthaushalt nicht verkacken. Naja, danach muss ich einfach nochmal einkaufen gehen, dann ist das halt so. Das wäre super. Lichtexplosion, Angriff und voll Flammen. Ja. Ich mach's hier einfach schnell. Yo, yo, okay. Alles klar. Das geht, hier kann man gut normale Seelen kriegen. Yeah, Vampirschwert, super. Dann... ich das Schwert schon einmal. Das ist ganz cool. Es fehlen eigentlich nur noch die Vampirkrallen, die zwei Schilder und die drei Helme. Das ist halt die Frage, warum sind die Helme hier nicht aufgelistet? Aber ich glaube, die Helme kriegt man nur in diesem Schicksalsspiel. Finde ich ein bisschen blöd. Sag ich ganz ehrlich. Eishöhle. Kleine Eisinsel. Vampirschild. Inselmine, ganz im Norden. Ja, natürlich auch eine Option. Es gibt nämlich drei Schilder insgesamt. Einmal in Askas Schloss, Turm oben rechts. Soll's... Ja, stimmt, das könnte ich eigentlich machen. Und die Inselmine mal besuchen. Die Inselmine ganz im Norden. Ja, das macht natürlich Sinn, ja. Das würde Sinn machen. Was haben wir hier? Vampirstein. Super. Ich muss hier wieder runter. Okay. Schade, ich dachte, die könnten ja jetzt irgendwie was machen. Was? Geist! Geil, ist gerade Nacht geworden. Ah, Geist, endlich Dämonenbeschwörung, bitte nochmal. Ist einfach meine Lieblingsbeschwörung, Dämonenbeschwörung. Heilungsraten ist auch okay. Ist vielleicht selten, aber finde ich jetzt nicht so mächtig. Von daher, ja. Jawohl! Walner! So, was haben wir denn hier? Die Vampirkrallen sind in Schloss Tranak. Okay. Gut. Da kommen wir auch noch später hin. Von daher passt das schon. Was haben wir noch? Dann haben wir noch ein Schild in Askas Schloss. In Dingsbums. Und der Rest ist eigentlich... Ja, dann habe ich halt das Vampirgedöns. Von daher. Kann man so lassen. Doch, das ist okay. So, zwei Schilder. Entweder Eishöhle, kleine Eisinsel. Oder aber Schloss Tranak ist sowieso klar. Ich habe halt jetzt die Wahl zwischen. Wie, hier ist noch ein Geist. Ja, geil. Hat sich das doch gelohnt. Der einsame Berg.
So, da habe ich jetzt nochmal ganz schnell einen Dingsbums geschaltet. Wunderbar. Geist, ah, endlich, jetzt sind hier keine Freude mehr. Okay, okay, okay. Fledermausverwandlung ist auch cool. Ja, ja, ist auch ganz nett. Komm, wir lernen mal nochmal Flammen mehr. Jawoll. Bam, weg, bam, bam, weg. Und der kriegt nochmal den Kopf gestutzt. Jawohl, mit dem Vampirschwert ist natürlich der Wallner. Hier, der haut ordentlich zu. Ja, wenn man nur noch weg will, dann ist es ein bisschen grausam. Diese Random Counter. So. Jo. Wunderbar, passt. So, ich will mal in die Zuflucht, ins Magiezimmer. Ah, habe ich 45 noch gar keine? Okay, 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 verstehe. Magie Level 10, wunderbar. Apokalypse, ein Gegner wird getroffen, Chaos zaubert negative Zustände oder Vampirheilung. Ganze Gruppe wird komplett... Oh, das mache ich. Das macht es auf jeden Fall wesentlich einfacher, wenn die Jungs mal geheilt werden müssen. Frisst aber natürlich auch viel, viel, viel. Also viel Blut, 120 ist schon eine Hausnummer. Was hat denn der Aska? Schockfrost. Ein Gegner wird getroffen. Chance auf Lähmung 80%. Vampirheilung, klar natürlich. Oder schwarze Macht. Erhöht die Macht der Gruppe. Ich glaube, schwarze Macht brauche ich nicht. Weder mit Aska noch mit Wallner. Liegt einfach daran, dass ich ja bei schwierigen Kämpfen immer gerne einen Dämon beschwöre. Und von daher habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Der kann das ja auch. Schattenherrschaft, glaube ich. So, was hat der Wallner hier? Heiliges Licht, ein Gegner wird getroffen. Ist okay, schwarze Macht. Ich habe schon sehr viel Lichtmagie. Ich würde sagen, ich bleibe auch da dran erstmal. So, was haben wir denn hier überhaupt? Großer Seelenstein, okay. Starke Seele, schwache Seele, normale Seele. Das passt. So, die Inselmine. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mir nur... Kann halt nur abwägen, dass es eine Mine auf irgendeiner Insel ist. Das bedeutet, auf der linken Seite irgendwo, meine ich, entweder oben oder unten. Also entweder hier, Inselmine, da müsste irgendwo dann eine Mine zu finden sein. Ich bin mir aber sicher, dass es die war. Das könnte natürlich hinkommen, ganz im Norden. Ja. Vampirschild gefunden, super. Dann habe ich das doch auch schon mal. Inselmine, ganz im Norden, Schild. Wunderbar, wunderbar, das läuft sehr, sehr gut. Ich könnte natürlich auch noch andere Sachen suchen, aber... Ich denke mal. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Helme und noch ein Schild. Das andere ist in Askas Schloss. Das hätte ich eigentlich gleich mitnehmen können. So, erstmal die Verwandlung beenden. Dann Zuflucht. Gruft. Ja, komm, wandeln ist um. 61.000 Filar, das passt soweit ganz gut. Ja, wenn man weiß, wo die Truhen sind, also wenn man sich Komplettlösung reinziehen kann, das ist natürlich super.
in einen der Türme. Ich weiß auch, welcher das war. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Weil das doch ein bisschen verzweigt ist. Aber ich meine, das wäre einer... Das wäre rechts der Turm gewesen. Na, geht's dann jetzt einfach hier hoch? Hier... Nein, 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 nein! Die Treppe hoch, Wallner. Danke. Und hier lang. Vampirschild. Super. Gut, dann habe ich auch das Vampirschild. Okay. Wunderbar. Perfekt. Dann habe ich auch die Schilder fertig. Und jetzt fehlen mir eigentlich nur noch die Helme und die Krallen für die Elaine. Wunderbar. Trotzdem würde ich ganz gerne... Mach nochmal die Zuflucht. Fledermausmantel, dass wir hier wegkommen. Dann will ich nämlich gerne nochmal in eine Stadt gehen. Und einfach mal ein bisschen Shit verkaufen. Wunderbar. Shanna ist noch einigermaßen offen. Lynn ist klar. Im Schneedorf war ich jetzt noch gar nicht. Da muss ich aber selbst nochmal in der nächsten Aufnahme gucken, wie ich da hinkomme. Vielleicht machen wir das dann. Machen wir das dann. Dann. Wir müssen auch nochmal, ich habe hier, was habe ich denn hier, schwarzer Stein, brauner Stein, okay. Ihr wisst doch, dass ich das alles im Wallner gebe. So, dann werde ich erstmal die ganze Rüstung verkaufen, Was? Schmerzschild? Ach so, wegen Angriff und Geschwindigkeit. Okay, macht aber nichts. Todesklinge, Titanrüstung, schwere Titanrüstung, Schattenrüstung, Schmerzrüstung, Kampfschild, Schmerzschild, Schutzring, Blutschutzring, Kriegermantel. Brauche ich jetzt nicht. Sonnenschutzmantel behalte ich mal. Magiergürtel brauche ich auch nicht mehr. Liegt einfach daran, dass der Wallner ja genug Geschick hat. Erhöht Ausweichchancen, Geschick und Schutz vor kritischen Treffern. Ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Das war's. Super. Wunderbar. Freue ich mich. Ja. Sieht ganz gut aus. Wir sind auf Level 45. Das ist auch okay. Brauner Schrein. Warte mal. Nee, Erdbisser. Genau, Issa ist der Erdschrein. Da will ich jetzt nochmal hin. Ich weiß nämlich nicht ganz, was der braune Schrein macht. Von daher. So, ist da war Dingsbums. In der Mitte. Ernsthaft? Das kann aber nicht sein. Ich finde das ein bisschen komisch. Gucke ich gleich nochmal. Gucke ich jetzt dann direkt nochmal. Wir sind ja auch schon wieder bei 20 Minuten angekommen. Ista, in der Nähe von Ista soll es den braunen Schrein geben. Warte mal, das ist Ista. Die Frage ist, wo ist der braune Schrein? Finde ich ein bisschen weird. Sekunde, wo haben wir es dann hier? Nein, hier. Komplettlösung. Schrein und ihre Steine. So, Schattenschrein, Erdschrein, brauner Stein, aber der Kro... Okay, ja, das ist mir schon klar. Die Frage ist, Schattenschrein, okay. Lichtschrein, ah, den habe ich also. Wasserschrein, Luftschrein, verstehe. Feuerschrein ist klar, haben wir ja auch schon gesehen. Verstehe. Okay, okay, super.
Ist weird, aber okay. Ist okay. Das ist also Schreien der Erde. Ah. Ah. Du Lümmel. Ihr Lümmel. Gut versteckt. Hätte ich. Oh, ganz im Ernst, das hätte ich. Also wenn du nicht weißt, wo das zu finden ist, dann musst du echt einfach suchen. Boah. Das hätte das Let's Play komplett beschränkt. Aber ich glaube, hier war ich schon mal und ich wusste nicht, was es ist. Ich meine, da wäre irgendwie sowas gewesen. Das ist ganz gut, dass CLA noch keine Vampirkrallen hat, weil diesbezüglich dann einfach die noch nicht alles one-hittet. Und somit kann der Ballen auch mal ein bisschen Blut saugen. Und da muss ich nicht immer auf mehrere Gegner hoffen. Merkwürdig, dass hier ein Baumsturm steht, findest du? Vielleicht magisch, oder? Vielleicht. Okay, ich leg mal den Stein hier auf den Baumstumpf. Verteidigung um alle um 50. Ja, geil. Geil. Das ist cool. So, ich habe noch einen schwarzen Stein. Das mache ich doch auch gleich mal. Warum eigentlich nicht? Und dann kann ich mal gucken. Die Schilder habe ich. Das bedeutet, ich brauche nur noch Helme. Und Dingsbums. Die Krallen. Die Krallen gibt es aber für die Elaine erst viel, viel später. Mal gucken, ob wir das schon machen können. Ich will jetzt nochmal kurz in den Schatten schreien und den schwarzen Stein da reinpumpen. Ist natürlich auch noch ein bisschen. So, hier runter, dann einfach rechts halten und dann passt das schon. Todesblume, ja, komm, drauf geschissen. War das? Ich bin mir selbst nicht mehr so ganz sicher. Lichtschrein ist mir eigentlich relativ ralle. Ja. Genau. 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 Du, 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 du. Super. Hier jetzt einfach runter. Habe ich echt vergessen, das Ding aufzumachen? Och, Sascha, du Idiot, ey. Graf Walder, Entschuldigung. Ihr wisst ja, wie ich heiße, von daher passt das schon. Gut, ja, läuft eigentlich aktuell ganz gut. Hier gibt es jetzt eine Höhle. Und da Schreien der Schatten. Warte mal, kann der Mann eigentlich wieder Blut saugen? Müsste eigentlich. Ich glaube, die allein brauchst du dringender. Ist ganz gut, dass ich den Walner jetzt doch erstmal benutze. Weil ich glaube, wenn die allein jetzt langsam anfängt, auch die Gegner zu one-hitten, ist aber Schicht im Schacht. Was wird gesteigert? Blutkapazität. Oh, das ist geil. Stimmt, das war ja schon sehr, sehr geil. Super. So, und jetzt einfach nur noch raus hier. Raus, raus, lass mich raus. Oh Mann, manchmal komme ich mir echt so ein bisschen albern vor. Aber das ist ja in Ordnung, von daher darf man sich dadurch jetzt auch nicht irgendwie beleidigt oder zurückhaltend fühlen, sondern
ja, bleibt einfach so, wie ihr seid. Seid ihr selbst. Mehr könnt ihr sowieso nicht machen. Klar, man kann sich verstellen, man kann irgendwie eine Szene spielen, aber das wäre mir persönlich auch viel zu anstrengend, irgendwie eine andere Persönlichkeit anzunehmen für Let's Play und Stream und Pipapo und hast du nicht gesehen. Auch bei den Outfits jetzt hier Hemd und Dingsbums lag einfach auch nur daran, dass ich jetzt heute schon einige berufliche Gespräche halt schon hatte, auch wenn es Homeoffice angesagt ist. Von daher lag es jetzt nicht daran, dass ich mir das unbedingt anziehen wollte, weil ich jetzt heute aufnehme und irgendwie einen gewissen Grad an Dingsbums Professionalität an den Tag legen möchte, sondern weil ich mir einfach gedacht habe, ja, gut, auf jeden Fall, das war's erstmal. Ich werde jetzt einige Sachen offscreen machen, und zwar folgendes: Ich versuche, die Vampirhelme zu finden, zu bekommen. Die Vampirhelme kriegt man nur im Schicksalsspiel. Das ist das Problem. Und das wird ganz viel Try and Error. Ich weiß nicht, ob ich das aufnehmen kann, weil ich habe keine Lust, hier 2 Stunden irgendwie da fett aufzunehmen. Ich zeige euch das Schicksalsspiel nochmal ganz kurz, dass ihr wisst, was ich vorhab, und dann... Ja, dann gehst halt hier hin, quatscht den Lümmel an, verfügbare Seelen, pipapo, normale Seelen, große Seelensteine, Schicksalsspiel, dann nimmst du den großen Seelenstein und dann kriegst du halt so Sachen, ja. Und das werde ich jetzt so lange machen, bis ich 3-mal diesen Vampir-Helm halt habe. Also von daher, macht's gut, Leute. Ich versuche es jetzt zu farmen. Ihr wisst ja, was ich jetzt gemacht habe. Und bis dahin speichere ich hier nochmal ab. Und ja, wir sehen uns, ne? Und wenn ich zwischendurch nochmal große Seelen abfarmen muss, dann ist das halt so. Aber macht's gut, Leute. Ciao mit V.